willkommen zum zweiten Teil von 10 Arcade Games von 1984. Im ersten gab es ja bereits die Arcade-Kracher Cobra Command, Kung Fu Master, Pitfall 2 The Lost Caverns, Marble Madness und 1942. Den Anfang im zweiten Teil macht Bomb Check. Und das stammt von der Firma Tekan und wurde im Oktober 1984 released. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Superheld Check. Check hat den Beruf des Bombenentschärfers gewählt und kann die explosiven Geschosse durch eine einfache Berührung unschädlich machen. Lustig ist, dass die Sphinx im Opening-Level, die man im Hintergrund sieht, nicht vom Grafik, sondern vom Sounddesigner gemacht wurde. Damals war es üblich, dass man quasi alles konnte und es war auch noch ein bisschen einfacher, als das zum Beispiel heute der Fall ist. Diverse Gegner erschweren den Schwierigkeitsgrad. Schon eine Berührung hat den Verlust eines Lebens zur Folge. Entschärft man die Bomben nacheinander, man sieht an der brennenden Zündschnur, welches die nächste ist, dann winken jede Menge Bonuspunkte. Es gibt auch diverse Power-Ups für extra Leben, für eben Bonuspunkte oder sogar Freispiele. Das Spiel besteht aus 99 Leveln bzw. Rounds, wie es im Spiel heißt. Bomb Check gehört zu den bekanntesten Klassikern überhaupt. Und das liegt auch daran, dass es auf nahezu allen Systemen zu finden ist. Es gibt auch ein paar Nachfolger. Mighty Bomb Check von 1986, Bomb Check 2 von 1987 und dann noch Bomb Check Twin von 1993. Der Rekord bei Bomb Check geht in das Jahr 1984 zurück. Chorko Bondavalli holte 20.010.960 Punkte. Bomb Check hat durchaus Suchtpotenzial und es macht immer noch einen riesigen Spaß. Karate Champ, das im September 1984 von Data East veröffentlicht wurde, ist der Vorläufer aller One-on-One Fighting Games. Es beeinflusste wirklich jedes Spiel dieser Art, das danach kam, und dazu zählen natürlich auch die späteren Hits wie die Street Fighter oder die Tekken-Reihe. Wahrscheinlich haben die Macher damals auch nicht gedacht, dass sie mit diesem Spiel ein ganzes Genre erfinden sollten, das noch jahrzehntelang Bestand hat. Beim Anblick dieses Spiels musste ich natürlich als alter Amigianer an International Karate Plus denken, ein Spiel, das ich früher eben auf meinem Amiga extrem oft und extrem gerne gespielt habe. George Weller hält den offiziellen Rekord von 239.900 Punkten und aufgestellt hat er ihn am 2. März 2002. Auch Michael Jackson hatte diesen Automat bei sich zu Hause. Er kam bei der bekannten Auktion am 24. April 2009 unter den Hammer. Es gab eine 2-Player-Versus-Version in den USA vom Oktober 1984. Diese unterscheidet sich durch mehr Hintergründe und der Sound wurde auch an vielen Stellen stark verbessert. Es erschien außerdem auf dem NES, dem NES Disk System, dem Apple II, C64, Amiga und auf dem merkwürdigen Tandy Color Computer, von dem ich noch nie was gehört habe. Nach Galaga und Galaxian brachte Namco im April 1984 Gapless raus. Es konnte mit bis zu 2 Spielern abwechselnd gezockt werden. Der Look blieb klassisch und erinnerte sofort an die beiden Vorgänger, war jedoch alles in allem etwas bunter und etwas definierter. Eine weitere Änderung war der Traktorbeam, den bei Galaga nur die Gegner hatten. Hier hatte jetzt der Spieler die Möglichkeit, diesen einzusetzen und ein Raumschiff zu kapern. Die wichtigste Änderung ist jedoch, dass der Spieler nicht nur nach links und rechts, sondern auch ein Stück nach vorne fliegen konnte. Die bekannten Challenging-Level blieben ebenfalls erhalten. In den USA heißt das Spiel übrigens Galaga 3.
Der Spieler Dennis Gori hält den Rekord mit 1.393.200 Punkten. Neben dem C64 gab es Gapless auch auf der Wii Virtual Console und sogar auf der PlayStation 1. Wenn man ein Fan von solchen Shoot-em-up-Games ist, dann wird man auf keinen Fall enttäuscht. Die Neuerungen, die sind sehr spannend und sorgen dafür, dass der Spieler nochmal strategisch etwas anders vorgehen kann als bei den beiden Vorgängern. Auf jeden Fall Daumen hoch für Gapless. Und bei unserem nächsten Spiel, da erwacht ein kleiner gelber Punkt, den wir alle lieb gewonnen haben, quasi zu neuem Leben. Das Jump'n'Run-Spiel Pac-Land stammt von Namco wie schon Pac-Man und beglückte die Welt im August 1984. Bally Midway kümmerte sich um den Vertrieb in den USA, wo das Spiel im Oktober 1984 herauskam. Pac-Land wurde vom Pac-Man-Cartoon von Hanna-Barbera beeinflusst. Das ganze Design und sogar die Musik wurden aus der Zeichentrickserie quasi 1:1 übernommen. Pac-Man. Pac-Man. Der Zocker Mark Mendes hält den Rekord mit 4.150.400 Punkten. Pac-Land war ein Erfolg und ist auf fast allen Homecomputern dieser Zeit zu finden. Und unser nächstes Spiel, das verwendet die gleiche Technik wie Cobra Command. Und das ist schon eine ziemlich spannende Geschichte, wie ich finde. Firefox von Atari war das Spiel zum gleichnamigen Film mit Clint Eastwood, der 1982 herauskam. Es verwendete, wie zum Beispiel Cobra Command, was ich ja schon erwähnt habe, die Laserdisc-Technik, was wirklich für sehr geile Effekte und ein durchaus realistisches Spielerlebnis sorgte. Man schlüpft in die Rolle von Major Gant, der die Aufgabe hat, das gestohlene russische Flugzeug sicher in die USA zu bringen. Und dabei handelt es sich um eine Geheimwaffe der Russen. Und klar, dass die USA diese untersuchen müssen. Eine typische Storyline zu dieser Zeit, denn der Kalte Krieg, der lief 1984 bekanntlich ja noch auf Hochtouren. Um Szenen zu finden, die für das Spiel verwendet werden konnten, kämpften sich die Entwickler durch 20 bis 30 Stunden des gedrehten Rohmaterials. Die meisten Szenen, die es in das Spiel schafften, waren aus einem Helikopter heraus gefilmt. Atari hat auch ein riesiges Simulationsmodell hergestellt mit einem für die damalige Zeit abstrakt großen Bildschirm, aber leider ging das nicht in die Serienfertigung. Das war dann wohl doch zu teuer, schätze ich mal. Ich hoffe, diese kleine Auswahl von Arcade Games von 1984 hat euch gefallen. Macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal.